Good. Was geht ab, Freunde? Sascha von Skill Gaming TV's Video und herzlich willkommen zum ersten FIFA 15 Trading Tipp auf unserem Kanal. Ich bringe jetzt auch also zu FIFA 15 den ersten Trading Tipp insgesamt schon auf unserem Kanal. Und ja, wir haben hier im Shop ein Pack heute bekommen, weil heute Montag ist und da bekommt man eigentlich immer das Season Ticket, haben wir jetzt auch bekommen, obwohl ich mir das Season Ticket von FIFA 15 nicht gekauft habe, aber ich denke mal, das ist noch von FIFA 14 und das werden wir von Beginn an erstmal schnell öffnen. Wir machen Trading Tipp, aber ich hatte halt das Pack noch übrig, deswegen öffnen wir das jetzt und haben Juan Fan drin, also der ist jedenfalls mal was wert, dann noch ein Trainer, Pinheiro de Jesus, Pazzini und dann noch einen seltenen Vertrag. Machen wir hier schnell alles auf die Transferliste. Auf die Transferliste. Der ist nichts wert. Der kommt auch mal auf die Transferliste. Der auch, der Trainer. Und dann haben wir hier noch hier Dioskeko, keine Ahnung. Und die Verträge speichern wir auch einmal. Und dann haben wir noch einen Chemiestil. Nämlich Dead Eye ist es, glaube ich. Ja, Dead Eye. Und ja, speichern wir auch einfach mal und legen den Rest schnell mal ab. Und dann kommen wir zum Trading-Tipp. Und der ist eigentlich ganz simpel, aber da müsst ihr, kann ich euch jetzt schon mal sagen, ganz schnell sein. Also, da müsst ihr echt ganz schnell sein, weil wahrscheinlich viele diesen Trading-Tipp anwenden. Aber ich kann euch jetzt schon mal sagen, falls wir 5, 7 Likes so auf das Video bekommen, dann bringe ich noch weiter einen Trading-Tipp. Ich habe noch 2, 3 Stück. Aber jetzt kommt erstmal der Trading-Tipp, den ich selber oft benutze oder häufig benutze, am meisten würde ich mal sagen. Und zwar den, wir haben hier oben 5000 Münzen, wie ihr jetzt hier kommt. Ich bin auf meinem Hauptkanal. 5000 Münzen haben wir also, ich habe aber noch auf der Transferliste hier noch ein paar Spieler. Mangala, der ist jetzt 10.000 mit, da wollte ich jetzt nicht raufgehen. Ja, also so ungefähr 15.000. Auf dem anderen Account habe ich noch einen anderen Spiel gezogen, aber das seht ihr Mittwoch erst, weil das der dritte Teil zur Web-App erst Mittwoch kommt. Aber das war dazu, wir gehen jetzt zum Trading-Tipp so. Wir haben also 5000 Münzen, gehen hier 5000 ein, maximaler Preis bei Preisklasse 150. Das müsst ihr eingeben und beim maximalen Sofortkaufpreis halt euer Münzenbetrag. Ihr könnt natürlich auch weniger nehmen, ihr könnt jetzt auch 4000 nehmen, wenn ihr jetzt 6000 Münzen habt. Das ist eigentlich egal. Aber ihr bekommt halt, wenn ihr mehr Münzen angibt, mehr Spieler und wir suchen jetzt hier mal, dann seht ihr hier schon, wir sind hier schon bei der 59. Minute und dann guckt ihr halt zum Matres, Bellarabi, ich weiß jetzt auch nicht, wie die alle kosten, ich sag mal so, ja, Javis, sagen wir jetzt mal 1,8, so, und jetzt guckt ihr nach, falls ihr denkt, das ist ein billiger Spieler, der kostet eigentlich mehr oder, keine Ahnung, nimmt einen anderen Spieler, macht auf die Beobachtungsliste, alle Objekte finden, dann guckt ihr hier nach, 1,8 wird geboten, so 2000, ja 1,8 wird geboten, geht ihr schnell auf die Beobachtungsliste, drückt drauf und kauft ihn, aber wir kaufen ihn jetzt nicht, weil 1,8 ja nur, also 1800 Münzen nur geboten werden, deswegen macht man da nicht höchstens nur 100 Gewinn, aber da kommt ja auch noch die 5% EA-Steuern da dazu, also macht man da keinen Gewinn. Und ja, das müsste halt ganz schnell sein, da weil das halt viele machen und ich habe auch schon einen gesehen, also habe den Trading-Tipp angewendet und da waren Etu für 250 Münzen drauf für 3 Tage. So, dann bin ich schnell raufgegangen, aber da war leider einer schneller als ich und das war bei Ben Arfa genauso. Da war einer drauf für 500 Münzen, auch für 3 Tage, wollte ich schnell kaufen, aber da war doch einer schneller als ich. Also ihr müsst echt schnell sein und ihr macht das denn hier halt so, 4-7 gehen wir jetzt mal an. Jetzt gucken wir nach, Lalana 2,9, der ist weniger mehr. Diego 4,4, gucken wir nach, der müsste eigentlich weniger wert, der hat 3,4 wert nur geboten. Also könnt ihr den wieder darauf klicken, so wegmachen und dann gibt ihr jetzt wieder 4,9 ein. Und dann kriegt ihr hier einen, den ich gar nicht kenne, Diego mal wieder hier. Aber ihr kriegt halt nur Spieler, die reingeschickt wurden mit einem Startpreis von 150 und dann halt Sofortkaufpreis halt unter, wie wir angegeben haben, 5000 und dann suchen wir hier und dann müsst ihr halt schnell sein, 3,7 packt ihr auf die Beobachtungsliste, 4,5 komisch, 4,5 wird geboten, keine Ahnung, wer da wieder geboten hat, ja, kein guter Deal und ja, damit trade ich eigentlich am meisten, muss ich sagen, ist aber halt schwer und ihr müsst halt immer wieder weiter zurück, 4,9, drückt ihr den
Hier Howard 4-5, keine Ahnung wie viele Werte, ich gucke mir jetzt einfach mal nach. Ihr seht schon, wie ich das mache, 4-6 wird geboten. Also den könntet ihr kaufen, ja komm, ich mache das jetzt einfach mal. Oh ja, seht ihr, der hätte ich jetzt ehrlich gesagt gekauft, aber da war jemand schneller, also wenn ihr das so jetzt denkt, ja, diesen Trading-Tipp finde ich gut, den mache ich jetzt 2 Stunden lang, dann könnt ihr natürlich auch Spieler aufschreiben, wenn ihr die ganze Zeit auf der Marke so unter 5000 Münzen bleibt, dann könnt ihr natürlich jetzt auch Howard ausschreiben und dann schreibt ihr halt auf, da wäre zum Beispiel 4400 Münzen drauf geboten oder 4500, den kann man für ja, 4500 kaufen, weil der Sofortkaufpreis ja höher ist. Dann macht ihr halt einen Zettel, das habe ich jetzt nicht gemacht, ehrlich gesagt. Aber man behält die Preise ja eigentlich auch so ein bisschen im Kopf. Die Non-Rush-Spieler, da gucke ich nicht drauf, da müsst ihr einen anderen Trading-Tipp nehmen. Den mache ich vielleicht auch nochmal. Ja, wie gesagt, bei 5 bis 7 Likes kommt der nächste Trading-Tipp, Mittwoch oder Donnerstag. Donnerstag kommt ja schon FIFA 15 raus. Und ja, falls ihr noch Fragen habt, schreibt es einfach in die Kommentare. Und wir gucken hier jetzt nochmal weiter. Ja, 2200. Juve ist hier zum Beispiel drauf. 3,9. Gucken wir jetzt nochmal nach. Ihr seht ja, wie ich das mache. Ja, Juve ist halt weniger wert. Deswegen machen wir alles mal löschen. Und dann war es doch schon von diesem Trading, den ersten Trading-Tipp auf unserem Kanal. Und ich würde mich natürlich sehr über einen Daumen nach oben freuen, wenn ihr 5 bis 7 Likes schafft. Dann kommt gleich am nächsten Tag oder übernächsten Tag der nächste Trading-Tipp. Und dann würde ich sagen, haut rein, bis zur nächsten Folge und ciao.